So, welcome back. Zum Kingdom Hearts 2 Final Mix. Wir gehen zum Hafen. Gucken mal, was da abgeht. Jack! Zora, some assistance? That's Sora, Donald and Goofy. Will you leave a mate to perish? Aye, aye. Sieg alle Piraten. Okay. So, die Limitform wollte ich nämlich auch mal ein bisschen leveln. Wir können nämlich, wenn wir L1 drücken, hier verschiedene Aktionen auslösen. Die verbrauchen MP. Das sind Spezialattacken, die in der Limitform vorhanden sind. Wie zum Beispiel Amok, das war ja in Kingdom Hearts 1 eine Ability. Diese Piraten waren verflucht. Ich dachte, der Fluch des Aztekengoldes wäre Vergangenheit. Was hat das zu bedeuten? Irgendein Taugenichts muss sich daran vergriffen haben. Oh, verstehe. Ihr traut mir nicht, oder? Ausgesprochen schlau von euch. Immerhin bin ich ein Pirat, Freunde. Jack, Sora. Elizabeth. Das riecht nach Ärger. Warte, Jack. Ich brauche eure Hilfe. Die verschwundenen Piraten sind zurück. Will wollte herausfinden, warum. Also ging er zu Isla de Muerta, um den Aztekenschatz in den Augenschein zu nehmen. Ich habe Angst, dass etwas passiert ist. Ihr müsst mich zu ihm bringen. Hi, das war ja klar. Wenn ihr ihn retten wollt, dann müsst ihr das schon alleine tun, Miss. Alleine? Wirklich, Jack? Zur Insel segeln und gegen die verwunschenen Piraten angehen? Ihr seid ein resolutes Fräulein. Auf einen Versuch kommen wir es an. Seid ihr sicher, dass er in Schwierigkeiten ist? Nein, sicher bin ich mir nicht, aber er ist schon lange fort. Ich wollte mit ihm gehen, aber er bestand darauf, dass ich hier bleibe. Ich kann hier nicht einfach nur rumsitzen und nichts tun. Ich muss wissen, ob es ihm gut geht. Was für ein Glückspilz. Bitte, Jack, bring mich zu ihm. Captain Jack, Sekunde. Ich sehe dabei keinen Profit für mich herausspringen. Ich werde euch entlohnen. Andererseits, ihr schuldet Will auch etwas. Er hat euch einmal das Leben gerettet. Auch wieder wahr. Wollen wir? Ja. Die Black Pearl. Da haben wir noch ein Puzzleteil und da oben ist noch eins. Wie komme ich denn da hoch? Ich will mich da nicht festhalten. Ich will doch nur hier runter. Ich habe gedacht, ich hätte eine Truhe gesehen. Dem war nicht so. Dann gehen wir nur mal kurz hier rein. Und wer segelt jetzt das Schiff? Jake? Oh, da haben wir noch ein Puzzleteil. Die Kanonen beweisen nur Barbossas feindselige Absichten. Na schön, dann gehen wir mal wieder raus. Alle Mann an Deck. So, dann quatschen wir mal mit Jack. Warum fahre ich bloß wieder zurück zu Isla de Muerta? Ziel. In See stechen. Udi.
Auch wieder das. Was stand da gerade? Wie sie gerade Piraten, bla bla. Kommt doch mal ins Mondlicht. Bleiben natürlich im Schatten, das bringt mir halt nichts. Da seid ihr perfekt aufgehoben. Na. Vielleicht soll ich mal sie hier runterlocken. Hier ist nämlich mehr Platz. Na, natürlich ist es hier noch so ein. Hier ist viel Platz. So kind of you. Ich muss mal auch heilen. Vitra. So. Aufs Maul. Oh, Herzlose. The Interceptor off the starboard bow! Will! Stop that, Jack! We've got to rescue him! Will! Wake up! Elizabeth! What happened? The medallions and the stone chest. Someone's taken them. Next thing I knew, we were attacked. But I couldn't see who it was. His face was shrouded in a black hood. The organization. We found a way out of the cave. But the villain sent a horde of terrible creatures after us. I've never seen their likes before. I think I'm the only one who made it back to the ship. Will. Elizabeth. I feel rather. Our turn, guys. You'd best go prepared. We've no idea what's out there. Pardon me, lads and lass. But your captain will have no monsters today. Thank you. We're turning for home. Just like that? Just like that. Jack scheint da nicht so mitmachen zu wollen. Gut, hier speichern wir nochmal an der Stelle. Ich will nichts mehr von irgendwelchen Kreaturen oder Flüchen hören. Klar soweit? Ich lasse das Schiff auslaufen, also schnell auf eure Posten. Jack ist so komisch wie immer, aber wenigstens ist Will in Ordnung. Trotzdem, aus irgendeinem Grund fühle ich mich so aufgebracht. Wo kamen nur diese Kreaturen her? Vielleicht sind noch mehr von ihnen in der Nähe. Tut mir leid, Freunde, aber ich muss mich ein wenig ausruhen. Seid bitte vorsichtig. Das werden wir. Don't remember inviting you. So it was the organization. We'll handle this. Huh?
the darkness of men's hearts, drawn to these cursed medallions, and this heartless, a veritable maelstrom of avarice. I wonder, are they worthy to serve Organization 13? And you want an answer now? Precisely. So, wieder Zeit für den Bossfight. Der ist ziemlich nervig. Hab ich noch, glaube ich, gut in Erinnerung. Der ist auch sehr stark. Wirkt nicht so, aber abwarten. Ich werde mich die Meister von mir jetzt schon einsetzen. Und alleine kämpfen. Jetzt haben wir mit der Meisterform nämlich schon gut Schaden reingeprügelt. Gib ihm halt keine Chance anzugreifen und werde ihn immer angreifen. Er brennt. Ja, nämlich mit dieser Wirbelattacke kann er enorm Schaden verursachen. Muss man echt ein bisschen aufpassen. Aber ich kann euch sagen, ich bin definitiv underleveled für den ganzen Kram hier. Aber umso besser, dass ich es hier durchziehe, weil nur so kriege ich schnell mehr EP. Kommen wir dann schneller auf Level 99. Beziehungsweise gewissere Abschnitte im Spiel, wo wir dann später einfacher fallen. Ja, es scheint ihn zu schwächen. Interessant. Not over yet. Throw him overboard. Aye, aye. Holly! Excuse me? Barley? It's a bit of a pirate's code. Anyone who invokes parley must not be harmed till negotiations are complete. This is no time for rules. True. But as we're honorable pirates, we should always stick to the code. All right, you. Out with it. I surrender the chest with my humblest apologies. Rather accommodating of you, mate. And for that you want... Just a few souvenirs. For the memories. Huh? Oh no! We can't stop the curse unless we got all the medallions! Our friend's about to learn what it means to cross a pirate. Oh. Sora, Donald, Goofy, it's yours. Fire!
You stole a medallion again? Were I only that fortunate. Fortunate? So, how come you're all skeleton-y? Perhaps I got a touch of something from that monster what attacked us. Yet, why is the skin resting right on you three? 'Cause we're not greedy. What are you looking at? That still doesn't solve the mystery. Gorge, maybe the reason we're all okay is because we're not from this world. There must be different laws. Yeah. We're always just passing through. Wonder when we'll see home again. Sora! Just kidding you. Lucky we didn't get cursed, huh? Quit yammering, mates. We've got to find ourselves a ship that'll float. Ja, jetzt sind wir gestrandet. Wir wurden derbe an der Nase herumgeführt. So, jetzt müssen wir versuchen, von dieser Insel wieder wegzukommen. Rufe mit Hilfe von zwei Gefährten über das Kommando rufen Peter Pan zur Unterstützung im Kampf herbei. Yeah. Gucken wir mal, was wir neuen Abilities hier haben. Seitwärtsschlitzer. Drücke Viereck, um einen Gegner während einer Combo in der Luft mehrere starke horizontale Schläge zu versetzen. Okay. Mehr ist aber auch nicht zu holen. Rufi kann was Neues. Charmeur. Er hat gar keine Abilities ausgerüstet. What? Okay. Das wusste ich nicht. Okay, jetzt haben wir Sparrow auch mal ausgerüstet. Der läuft hier ohne irgendwas rum. Wenn jemand Palais ausruft, muss ein Pirat den Krummsäbel wegstecken und verhandeln. So ist das nun mal. Selbst Piraten haben ihren Kodex. Naja. Kommt darauf an, wer sich dran hält. Den Herzlosen können wir auch so vermöbeln. Frech. Na komm ins Licht. Na, das war ja nichts. Na geil, wie es einfach nichts bringt. Das hat ja nicht so gut geklappt. Jawohl, ja. Königsformel. Das können wir dann dem Mokri-Händler geben. Ach, wo kommt der denn jetzt her? Ach ja, wie er wieder in den Schatten geht. Komm hierher, hier ist Licht. Oder nicht? Dann halt nett. Ja, mit den Piraten zu kämpfen ist halt immer super anstrengend, weil die halt nur im, wie gesagt, im Mondlicht Schaden nehmen. Ich warte wieder, bis ich 5 bis ich wieder 5 Drive-Punkte habe, um die Meisterform zu nehmen. Weil die müssen wir definitiv leveln. Er steht so ein bisschen am Rand vom Licht.
Muss ich ihn immer versuchen, so ein bisschen im Licht zu halten. Ich wollte doch blocken. Klappt. Ist Jack diese Bomben fangen? Falls ja, äußerst nützlich. Three more to go. How do you know? A pirate must have a keen eye, else he won't be sailing free for very long. Savvy? What? What's that? Ahoy, mateys! Ridiculous imitation, and yet I'm flattered. Jack, was ist passiert? Das ist ja grauenhaft. Ah, und wem habe ich das zu verdanken, hm? Jedenfalls nicht Elizabeth. Der Organisation 13. Die stecken hinter all dem. Wo sind sie wohl hin? Der Mann mit der Kutte hat die Piraten und seine Kreaturen mit einem seltsamen Loch genommen. In ein seltsames Loch genommen. Wir haben aus dem Captain's Quartier gesehen, wie sie verschwunden sind. Die zu bekämpfen ist euch wohl nicht in den Sinn gekommen. Ich bin kein Narr. Ich wusste, dass ich nichts gegen sie ausrichten kann. Dem ist wohl so. Sora, ich denke, wir brauchen eure Hilfe. Alles klar. Wir müssen zuerst die Medaillons finden. Ohne sie kann der Fluch nicht gebrochen werden. Und die Kreatur bleibt unverwundbar. Wir müssen wahrscheinlich jeden einzelnen Stein umdrehen für diese Medaillons, was? Schiffsfriedhof. Da würde ich nochmal gern zurück, weil da habe ich Sachen vergessen. Hä? Hey. Ach da. So, das hätten wir. Da war auch noch eine Truhe, die ich öffnen wollte. Ein Urikalum. Sehr gut. Das ist ein seltenes Item. Der Meteorstab. Ah, okay, den müssen wir hier lösen. What? Der hätte mich fast erschlagen. Warum komme ich da nicht dran? Das reicht nicht, muss ich höher springen können. So, Donald hat eine neue Waffe bekommen. Den Meteorstab. Guckt euch mal den Boost an. Gute Balance und sehr große Angriffskraft und hohe Magiekraft. Erhöht den Schaden, den durch blitzbasierte Attacken verursacht wird, um 20%. Geil, nehmen wir natürlich.
Gut, hier haben wir das Medaillon angesammelt. Und dann mal wieder zurück zur Black Pearl. Geh nochmal kurz hier rein speichern. Zip, zip. Alright, an dieser Stelle sage ich schon mal danke sehr fürs Zusehen bei Kingdom Hearts 2 Final Mix. In der nächsten Folge geht es weiter mit der Black Pearl auf die Suche nach den Medaillons, die uns von der Organisation gestohlen wurden. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.